Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Attack on Titan Wings of Freedom. Yay! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir Armin gesteuert und Armin hat die Armee befehligt, quasi. Wir haben unseren ersten Tod erlebt und wir haben mit der Rückeroberung dieser Stadt begonnen. Ja, der Plan sieht vor, dass der gute Eren, hier, dieser Titan da, netter Ausblick, Mikasa, oder? Dass dieser Titan da den Felsen da anhebt und in das Loch stopft. Also in das Loch der Mauer. Und ja, das scheint nicht so ganz funktioniert zu haben, weil er hat erst uns angegriffen und dann hat er sich wegen uns selbst ins Gesicht geschlagen und er scheint ein wenig mitgenommen zu sein. Jo, was sagt ihr dazu? Was zum... Er greift uns an? Ich wusste es. Er ist genau wie die anderen brutalen Titanen. Es ist okay. Eren wird das Tor blockieren. Der Dreckskerl hat nicht vor, das Tor zu blockieren. Ein Verbündeter der Menschheit, von wegen, er ist nur ein weiterer Feind. Wenn du versuchst, ihn zu töten, schneide ich dich in feine Stücken. Stücke, verdammt. Die Drohung klingt nur dann gut, wenn sie richtig ausgesprochen wird. Zur Hölle mit dir, Jäger. Also nicht wir sind Jäger, sondern der Titan. Es war dumm von mir, überhaupt etwas von dir zu erwarten. Bitte warte, nur noch einen Moment. Bei dieser Operation haben schon zu viele Soldaten ihr Leben gelassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr umsonst sterben. Wie sieht's denn aus? Gibt's was Neues? Na, natürlich nicht. Können wir was verbessern? Natürlich nicht. Eisenbambus fehlt hier. Stahlklasse B und hier glaube ich auch Frostgranatensteinklasse B. Was hast du denn für mich? Oh. Bringt nichts. Wir haben nichts, was uns irgendwie hilft. Tja, dann gucken wir mal. Die Operation scheint ein Reinfall zu sein. Wenn Jäger in diesem Zustand ist, bleibt uns keine Wahl, als uns zurückzuziehen. Aber Eren wird das hinkriegen. Lasst uns die Operation wie geplant durchführen. Schon bald werden weitere Titanen hier sein. Bist du bereit, den Worten Taten folgen zu lassen? Ich bin bereit, Ian. Behalte Jägers Zustand im Auge. Ian Dietrich. Ein Soldat in der Mauergarnison und der Anführer der dortigen Eliteeinheit. Er verfügt nicht nur über beeindruckende Kampffähigkeiten, sondern auch über ein besonnenes Urteilsvermögen, weshalb Kommandant Pixies großes Vertrauen in ihn setzt. Eren wurde besiegt. Nein. Ihr da, kommt mit. Verdammt, ihr beide sollt mitkommen. Ah, oh, verdammt. Ja, es ist schon interessant. Jetzt kann ich wieder mit... Nein! Verdammt! Jetzt kann ich wieder mit einem Schlag töten. Armin ist nicht so stark, da war es ein bisschen schwieriger. Yay! Na toll, abnorme. Und die bewegen sich natürlich auf Eren zu, wohin auch sonst. Okay.
Ja! Oh, ich mag's, wie die laufen. Yay! Weg von Ehren! Okay, wir müssen Ehren Zeit geben, sich zu erholen. Und wenn wir alle Titanen hier erschlagen müssen. Oha, wir haben fast alles, was wir haben, aufgebraucht. Na toll. Okay, Jean, wir müssen ihm helfen. Und noch einer unserer Leute ist gefallen. Was? Wieso lebt er noch? Die Mission ist nicht gescheitert. Wir kriegen das hin. Oh. Du bleibst schon hier. So, netter Arm, der gefällt mir, das ist meiner. Und tschüss. Verdammt, wir haben kein Gas mehr. Ja, verdammt, gib mir irgendwas. So, schnell. Wer ist da oben? Wer braucht noch Hilfe? Ach, guck mal da. Das Fräulein. Ja, das passt jetzt gerade. Oh Gott! Du bleibst liegen, mein Freund. Du stehst nicht auf. Du wirst nie wieder aufstehen. Also langsam werden die Gegner hier stärker. Die halten immer mehr aus. Na, verdammt. Oh Gott, wieso verdreht er die Augen so? Gefällt es ihm, was ich mache? Nein. Nein!
Ich will nicht, dass es ihm gefällt. Ja, komm da hoch. So, erst müssen wir da helfen. Lass. Naja, was sie jetzt spüren, ist nicht der Zorn der Menschheit, sondern Mikasas Zorn. Wow! Das war ein Fehler. Ja, verdammt. Geh weg. Mikasa, konzentrier dich. Was war denn das? Wolltest du mir die Hand geben? Oh mein Gott! Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott, kein Gas mehr. Da, irgendeiner hat hier Gas. Ach, da. Glück gehabt. Oh Mann. Weg hier. Das kann doch nichts wahr sein. So, geh doch. Hilfe! Oh, hoffentlich hat das wehgetan. Ah, da lebt noch! Los. Ja, wir sind da, Eren. Wir sind da, um dich zu retten. Armin? Oh, da hinten. Oh Gott. Nein! Das darf nicht wahr sein! Ja. Ah.
Armin, wo bist du? Ach, da unten ist Gas, sehr gut. Ah, Glück gehabt. Ja! Okay. Was macht die da? Was macht er da? Der haut ab. Hoffentlich tut das richtig weh. Okay, Eren hat noch Lebensenergie, wir können helfen.
Oh, das ist wieder einer, der so schön rutscht. Oh. Ich habe eine Kollegin, oder hatte, muss ich leider sagen, hatte eine Kollegin, die hätte sich aufs Essen wahrscheinlich genauso gestürzt. Okay, los geht's. Ja. Alter, mitten unter den Titanen so ein Kampf. Durch den Titanrücken geballert. Ja! Und es wird Zeit für dein Ende. Ist nichts Persönliches. Im Namen der Menschheit. Ach, Leute, ich habe eine Gänsehaut. Ja, es. Ein neues Schlachtross. Oh, cool. Fokussieren. Eine neue Fähigkeit. Bewirkt, dass Signale zur Entscheidungsschlacht länger aktiv sind. Och, wie schön. Das ist gut. So. Ja, yeah, ich habe keine Ahnung, ob das, was wir haben, ausreicht für eine Verbesserung. Ich glaube eher nicht. Überragender Angriff, die erste. Erstes Kapitel des Angriffsmodus abgeschlossen. Ein Regiment, also der Aufklärungstrupp, ein Regiment, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Gebiete jenseits der Mauern zu erkunden. Seit dem Fall der Mauer Maria ändert sich die Zielsetzung.
Nun soll die Vorarbeit für die Rückeroberung der Mauer geleistet werden. Zu diesem Zweck werden militärische Routen und Versorgungsbasen eingerichtet. Insbesondere erstellt das Regiment Wege für zukünftige große Truppenbewegungen im Bezirk Shiganshina, dessen Mauer zerstört wurde. In dem Vorräte in den mittlerweile in Schutt und Asche liegenden, weit verteilten Dörfern und Städten platziert werden. Die Insignien des Regiments sind ein paar übereinander liegende Flügel, die Flügel der Freiheit genannt werden. Die Rückeroberung vom Bezirk Drost unter der mutigen Führung der Mauergarnison mit Unterstützung der Trainingseinheit wurde zum ersten erfolgreichen Schlag gegen die Titanen gewertet. Die Euphorie über diesen Sieg wurde jedoch von der Tatsache überschattet, dass zahlreiche Todesopfer zu beklagen waren. Neben der Mauergarnison verfügt die Menschheit über zwei weitere Regimenter. Die Militärpolizei, die im Namen des Königs für Recht und Ordnung sorgt. Und den Aufklärungstrupp, der sich in das Territorium der Titanen jenseits der Mauer vorwagt. Einer der Gründe für die schweren Verluste bei der Verteidigung und Rückeroberung vom Bezirk Drost war das Fehlen der Elite-Veteranen des Aufklärungstrupps. Kapitel 2: Schwingen der Freiheit. 超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前。 精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。ミロ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。 みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。 廃墟と化した町や村に兵団拠点を設置し、壁を破壊された志願しなくに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。 Es ist schmutzig hier. Ziehen wir weiter. Wir haben noch viel zu tun, bevor die Kernstreitkräfte eintreffen. Machen wir uns auf den Weg. So, wir spielen jetzt als Levi. Und das ist eine Geste, die ich von Levi auch erwartet hätte. Den besten und stärksten Krieger der Menschheit. Der einen Putzfimmel hat. Es hat jeder seine Macken. Es ist jetzt nicht unbedingt ein... eine Macke, die mal bei ihm erwartet. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, mit Levi den Zorn der Menschheit über die Titanen zu bringen. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet wieder mit ein. Vor allem jetzt, wie gesagt, wo wir den Helden der Menschheit spielen. Wer weiß? Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.